Ja, lieber Ludger, grüße dich. Hallo, hallo, Clemens. Danke, dass du dir Zeit nimmst, lieber Ludger, für einen gemeinsamen Austausch. Bevor wir inhaltlich einsteigen, quasi erstmal möchte ich dich dann kurz vorstellen natürlich. Und zwar, du bist Hauptgeschäftsführer vom ULA, dem größten Führungskräfteverband in Deutschland, und zugleich hast du auch eine Vorstandsposition bei der CEC, ja, Europe Managers, der größten europäischen auch Genau. Führungskräfteorganisation an der Stelle. Ja, ist das so richtig, was ich gesagt habe? Und zugleich, was macht ihr denn eigentlich als ULA und als CEC, wenn du das auch ein bisschen erstmal Ja, erklärst? na klar, das erkläre ich gerne. Also die ULA, das ist gegründet worden 1951, also schon vor einigen Jahren. Und das heißt eigentlich Union der leitenden Angestellten. Und wir haben aber festgestellt, dass das trifft es heute nicht mehr. Das hat sich in den Jahren alles gewandelt. Und heute steht ULA für United Leaders Association. Wir haben dem Kürzel sozusagen, weil das auch bekannt ist, haben wir eine neue Bedeutung gegeben. Da haben wir uns dann im englischen Wortschatzbaukasten bedient. Aber wir glauben, dass ja die meisten unserer Mitglieder, wir haben 70.000 Führungskräfte in Deutschland in ganz unterschiedlichen Branchen, überwiegend in Großunternehmen, die da halt tätig sind. Und diese Großunternehmen, die haben ja alle auch Englisch in ihrem Sprachgebrauch mit drin, sodass wir, glaube ich, mit United Leaders Association so ein bisschen den Sprachgebrauch von heute getroffen haben. Und wir wollen damit auch klar machen, dass wir eben nicht an dem Rechtsbegriff des leitenden Angestellten hängen, sondern bei uns können Mitglieder werden Experten, AT-Führungskräfte und eben obere Führungskräfte bis hin zu leitenden Angestellten, die über uns eine politische Stimme bekommen. Wir sind ja ein Dachverband und haben 17 Mitgliedsverbände, und in diesen Mitgliedsverbänden bekommen unsere Mitglieder dann auch Dienstleistungen angeboten wie Rechtsberatung, Gehaltsumfragen, auch Beratung bei betrieblicher Altersversorgung. Und das sind alles so Dinge, die rund um den Job bestehen und wo die einzelne Führungskraft sehr häufig gar keine Zeit hat, sich da vertieft mit zu beschäftigen. Das sind aber doch sehr, sehr wichtige Themen, weil man sich ja auch bei allem Engagement fürs Unternehmen auch mal so um seine eigene Absicherung sich mal ein paar Gedanken machen sollte. Und da sind wir dann die Dienstleister und stehen sozusagen bereit, um Fragen und Probleme zu lösen. Ja. Wenn du jetzt sagst, politische Stimme geben, das heißt, Führungskräfte, Manager haben auch eine politische Position oder sind politisch, oder wie hast du das gemeint, Ludger? Nein, sie sind eigentlich nicht politisch, und wir sind vor allem nicht politisch. Wir sind nämlich neutral. Das heißt, wir reden, um unsere Interessen klar zu machen, mit allen Parteien, die im Bundestag gewählt werden, aber wir haben keine Präferenz für irgendeine Partei. Und politische Stimme für die Führungskräfte heißt nur, dass wir im politischen Prozess darauf hinweisen wollen, dass diese sehr kleine Bevölkerungsgruppe doch eine recht hohe Bedeutung hat, weil sie in den Unternehmen eben als Multiplikatoren agieren, weil sie nicht nur über die Landesgrenzen hinausgehen, sondern auch eben, wenn sie das Firmentor verlassen, auch in der Gesellschaft eine Führungskraft sind. Sehr häufig engagieren sich Führungskräfte neben ihrer beruflichen Tätigkeit noch ehrenamtlich in Vereinen, in Institutionen. Und das ist eben sehr wichtig, dass diese Gruppe auch bekannt wird und auch richtig gesehen wird. Und da kommen wir ja eigentlich gleich zu der Brücke, zu Managerfragen.org. Ja, auch Managerfragen hat ja das Anliegen, transparent die Entscheidungen, die in Führungsetagen getroffen werden, rüberzubringen, zu erklären und zu verdeutlichen. Und wir tun das im Grunde genommen dadurch, dass wir versuchen, das Image der Führungskräfte zu formen, weiterzuentwickeln. Dass eben, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, wenn ein Gesetz in der Beratung ist im Deutschen Bundestag, und es betrifft zum Beispiel das Thema Arbeitszeit, dann sind wir der Verband, wir erklären den Politikern, warum das wichtig ist, dass leitende Angestellte Arbeitszeit Souveränität haben, dass sie eben nicht dem Arbeitszeitgesetz unterfallen, sondern dass sie das selbst entscheiden wollen,
wann sie arbeiten und wann nicht. Und sie sind ja auch als Leitende in der Regel in der Lage, über ihre Arbeitszeit so souverän selber zu bestimmen, dass man den Schutzgedanken, der ja für die anderen Arbeitnehmer eigentlich eine wichtige Rolle spielt bei den Leitenden, etwas nach hinten schieben kann. Das ist so ein konkretes Beispiel, wo wir uns... Ja, danke. Jetzt hast du zugleich die Brücke gebaut, auch zum Schwerpunktthema unseres gemeinsamen Austauschs. Du sagtest, Führungskräfte haben ja eine besondere Verantwortung an der Stelle und haben in ihrem beruflichen Wirken eben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Jetzt habt ihr als CEC eine Initiative vor kurzem gestartet. Manager for Future. Klingt fast ähnlich wie Fridays for Future, ist aber was das ganz anderes an der Stelle. Aber vielleicht gibt es ja eine gewisse doch Parallelen an der, der Stelle. Versucht ihr auch die Welt zu retten jetzt? Oder wo kommt der Name her? Und erzähl doch mal, was dahinter steht. Oftmals wird ja auch die Wirtschaft und die Führungskräfte als Vertreter ja eher kritisiert in der Vergangenheit, im Kontext der Finanzkrise und der Folgejahre an der Stelle. Also was quasi steht hinter der Initiative Managers for Future? Ja, das erkläre ich dir sehr gern. Also zunächst mal ein Satz noch zur CEC. Die CEC ist praktisch die ULA. Was die ULA in Deutschland ist, ist die CEC in Europa. Das ist praktisch 1:1 übersetzt auf die europäische Ebene. Und in Europa gibt es ja auch ein europäisches Parlament. Es gibt die Institutionen wie den Europäischen Rat. Es gibt die Kommission. Und auch da werden politische Entscheidungen getroffen, die für alle Führungskräfte in ganz Europa eine große Bedeutung haben. Deswegen haben wir auch dort eine Interessenvertretung aufgebaut. Und ich bin seit über 20 Jahren dort im Vorstand und bin seit einiger Zeit Präsident. Und wir haben schon, bevor diese Fridays for Future-Diskussion bekannt wurde, bevor Greta ihre Reise über den großen Ozean nach Amerika angetreten hatte, haben wir schon eigentlich vor 2 Jahren ein Papier verabschiedet, was sich mit dem Thema nachhaltige Führung beschäftigt hat. Ja. Und der Grund war eigentlich, dass wir gemerkt haben, dass jüngere Führungskräfte in allen Ländern, also die CEC hat über 1 Million Mitglieder in 17 Ländern Europas, in allen großen Staaten und auch in vielen kleinen. Und wir haben festgestellt, über die Gespräche mit unseren Mitgliedsverbänden, dass die jüngeren Führungskräfte, also die, die jetzt in die Unternehmen kommen, wenn sie die Unis verlassen, ihre Ausbildung beendet haben, dass die mit einem ganz anderen Wertegerüst an den Arbeitsplatz kommen und dass sie auch ganz andere Erwartungen an die Unternehmen haben. Da geht es nicht mehr so sehr um Kohle, um Absicherung, um Dienstwagen, sondern da geht es eigentlich um Themen wie, was ist sinnstiftend in meiner Arbeit? Ja. Welches wirkliche Ziel verfolgt das Unternehmen, bei dem ich anheuere, außer eben Geschäfte zu machen? Aber da muss doch auch noch was an Wert, an Ethik in diesem Unternehmen sein, sodass ich mich da auch als Mensch wohlfühle und auch mich da einbringen will. Oder sie haben auch Themen wie, wie sieht meine Life Balance aus? Wie kann ich das hinkriegen, dass ich mit der Familie den Kontakt behalten kann, dass auch meine Frau eine schöne Karriere hat und wir uns die Kindererziehung aufteilen können? Das sind alles Anforderungen, mit denen diese jungen Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte in die Unternehmen gehen. Die wollten wir mit diesem Papier erreichen und haben ihnen einige Thesen an die Hand gegeben, wo wir gesagt haben, dass nachhaltige Führung in der Zukunft eigentlich aus dem Dreiklang aus Ökonomie, aus Ökologie und auch eben aus einer gewissen sozialen Ausrichtung besteht. Denn ohne eine soziale Ausrichtung, merken wir ja alle, auch anhand der Polarisierung in der deutschen Gesellschaft, dass wenn es sozial nicht gerecht zugeht, der Unfrieden wächst, politische Spannungen entstehen und das ist das Gleiche auch in einem Unternehmen. Ein Unternehmen funktioniert nur, wenn die Menschen, die dort arbeiten, zufrieden sind und wenn die Kunden zufrieden sind und wenn die Kunden auch den Eindruck haben, dass das Geld, dass das Unternehmen sie nicht nur abzocken will, sondern dass es wirklich für sie da sein möchte. Ja, ja. Und dann haben wir uns überlegt, wie wollen wir denn dieses Papier, als wir das mit allen Verbänden beschlossen hatten, wie wollen wir das denn vermarkten? Wie wollen wir das denn an den Mann bringen? Genau. Da hatte ich die Idee, dass ich gesagt habe,
Ja, also es gibt ja Fridays for Future und inzwischen gibt es auch Entrepreneurs for Future, also ja. Unternehmer, ja. die sich dahinter stellen. Es gibt Eltern und Großeltern for Future. Also alle greifen eigentlich dieses Thema, dass wir alle gemeinsam für die Zukunft unseres Planeten eigentlich eintreten wollen. Und es ist ja eigentlich keiner, der sich diesem Ziel eigentlich verschließen will. Ich habe jedenfalls auch keinen kennengelernt. Und die Ergebnisse der Wissenschaft, wir haben ja jetzt vor wenigen Tagen erst wieder einen Appell von 150 Wissenschaftlern gehört, dass es noch schneller geht mit der Klimaerwärmung, dass es noch dringender ist, was zu tun. Und da haben wir gesagt, also die Führungskräfte, die sehen das auch so. Und der Einzelne, wenn ich mit dem einzelnen Manager spreche, der sagt auch, ja, wir müssen was tun und wir tun auch was. Und die Großunternehmen, zum Beispiel Bayer oder auch die Telekom, ganz viele Großunternehmen stellen sich auch jetzt inzwischen in den Dienst der Sache und sagen, wir können gar nicht mehr anders, als dass wir unsere gesamte Unternehmenstätigkeit auf das Ziel ausrichten, die Lebensgrundlagen für die nächsten Generationen zu erhalten. Also ich glaube, da ist in der Gesellschaft was passiert und da dürfen Führungskräfte einfach nicht, die dürfen einfach nicht da beiseite stehen, sondern sie haben ja eine ganze Menge, auch was sie tun können. Sie haben das Wissen, sie können in ihren Unternehmen Fragen stellen, sie können die Unternehmensleitung unterstützen, wenn es in diese Richtung geht. Wir wollen uns CO2-neutral ausrichten und aufstellen und wollen uns Ziele stecken, dass wir bis zum Jahr X halt CO2-frei sind. All diese Initiativen gibt es und da waren wir ganz klar, dass wir gesagt haben, wir als Führungskräfte machen da mit und wir geben uns eine eigene Kampagne und deswegen sind wir damit gestartet und es war bisher schon ein ziemlich großer Erfolg. Wir waren eigentlich überrascht, wie gut das trägt auch. Ja, super, Ludger. Lass doch da direkt dran anknüpfen. Also erstmal super Idee, ne? Zugleich eben, was macht ihr denn konkret oder was ist geplant? Ihr seid seit 2 Monaten, sage ich mal, gestartet. Was ist die Resonanz? Das hast du gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Aber ja, von der Idee und Kampagne, ist es eine reine Marketingkampagne? Oder wie verstehst du denn Kampagne? Was macht ihr oder was bietet ihr an der Stelle hinter eben Managers for Future? Genau. Also wir haben erstmal gesagt, das Ganze kann nur eine Mitmachgeschichte sein. Das heißt, wir legen es darauf an, dass wir individuelle Führungskräfte ansprechen und sie einladen, mitzumachen. Und wir sind jetzt noch am Anfang der ganzen Entwicklung. Der erste Schritt war, dass wir erstmal darüber reden, dass wir uns Ziele stecken, dass wir sagen, Führungskräfte haben eine Rolle zu spielen in der Rettung des Klimas. Und dann wollten wir allerdings nicht von oben herab sozusagen, wir wollten nicht als Vorstand der CEC sagen, ihr Führungskräfte, ihr müsst jetzt, sondern wir wollten die Frage stellen, interessiert euch das? Und wenn, dann können wir euch anbieten, euch zusammenzubringen, zu vernetzen. Das heißt, wer jetzt als Einzelner sagt, das ist eine gute Initiative, dann kann er sich bei uns registrieren lassen und es gibt ein Netzwerk, wo es dann die Möglichkeit gibt, einen Austausch zu geben. Wenn man noch mehr als nur unterstützen, also wenn man sich engagieren möchte, dann gibt es eine Steuerungsgruppe, in die man eingeladen wird. Also jeder darf in dieser Steuerungsgruppe mitmachen. Und wenn die dann groß genug ist, dann werden bestimmte Aufgaben verteilt. Und das, was wir als europäische Dachorganisation eigentlich nur machen können, ist eben den Anstoß zu geben und mit meinen Kolleginnen und Kollegen haben wir uns vorgestellt, dass es dann sozusagen nach der europäischen Dachorganisation Managers for Future dann eben Länderorganisationen geben soll. Die müssen sich allerdings selber formen. Da haben sie auch gar nicht die Mittel, dort große Apparate herzustellen. Wir wollen eigentlich eine Grassroots-Bewegung initiieren, dass wir sagen, bewegt euch, macht was, findet euch zusammen und dann in Ländern und vielleicht Regionen und vielleicht gibt es auch später mal Werksgruppen, dass man in bestimmten Unternehmen sich zusammenfindet und einfach dann weitermacht. Verstehe. Wo das dann hinführt, ob wir uns mit anderen Organisationen noch weiter vernetzen, kooperieren, das wollen wir im Moment nochmal offen lassen. Wir sind zunächst mal froh, dass wir es in die Presse geschafft haben. Ich habe schon einige Interviews geben dürfen. In ganz unterschiedlichen Ländern europaweit. Es gibt auch ein paar
News-Clips. Wir in unseren Mitgliedsverbänden in den Ländern ist das auch runter diffundiert worden. Und eigentlich sind alle sehr positiv und sagen, eigentlich macht das Sinn. Jeder kann was beitragen. Da wollen wir nicht abseits stehen. Und wenn du sagst, Ludger, es geht jetzt in die Länder sozusagen hinein, das ist eine Doppelrolle in gewisser Weise. Würdest du das jetzt als ULA oder greift ihr als ULA das für Deutschland auch? Oder wie wird das jetzt nach Deutschland bei uns hineingetragen, die Initiative? Gibt es das gespiegelt schon jetzt an der Stelle? Ja, also da bin ich natürlich sehr ehrgeizig, weil ich das ja mit gestartet habe. Da will ich dann ja auch im eigenen Land gucken, dass es erfolgreich ist. Ja. Und wir sind so vorgegangen, dass wir dieses europäische Papier über nachhaltige Führung, dass wir das nochmal auf Deutsch, wir haben es nicht nur übersetzt, sondern wir haben es neu aufgesetzt, weil wir der Meinung waren, dass hier in Deutschland man vielleicht ein bisschen anders sprachlich einsteigen sollte, wir haben geglaubt, dass wir das auch noch stärker auf jüngere Nachwuchsführungskräfte ausrichten wollten. Und wir haben bei der ULA einen wissenschaftlichen Beirat, den haben wir da auch im Rat gefragt. Und der hat uns auch noch ein paar Tipps gegeben. Und was wir jetzt im Augenblick machen, wir haben jetzt einen Entwurf dieses Nachhaltigkeitspapiers. Und wir gehen derzeit in die Unternehmen. Wir bieten großen Unternehmen an, wo es sogenannte Sprecherausschüsse gibt. Das sind die betrieblichen Vertretungen der leitenden Angestellten. Da gehen wir und bieten an, also persönlich, ich fahre dann auch dahin und stellen mir dann immer so ein Diskussionsforum zusammen. Da sage ich dann so 8 bis 12 Leute. In dem Rahmen kann man sehr gut diskutieren. Und das sollen immer junge Führungskräfte sein, die noch nicht länger als 10 Jahre im Unternehmen sind und die aber auch schon eine recht hervorgehobene Führungsposition haben. Ja. Und wir waren neulich bei Volkswagen zum Beispiel. Und haben eigentlich hatten wir 1,5 Stunden angesetzt, wir haben aber fast 3 Stunden diskutiert. Und es war eine totale Zustimmung, dass es richtig ist, dieses Thema zu setzen. Und es wurde aber auch ganz deutlich, wie stark ein Unternehmen, die Volkswagen, ist ja kein kleines Unternehmen, wie stark auch die Unternehmensleitung schon in diese Richtung geht. Jetzt kommt es wirklich drauf an, jetzt müssen wir wirklich mal zeigen, was kann denn die deutsche Technologie leisten, um mit Hilfe von Technik das Klima zu retten. Also es geht nicht darum, dass wir alle wieder ans Lagerfeuer zurück wollen, sondern es geht darum, und das ist ja auch die Rolle der Führungskräfte zu sagen, mit technischem Fortschritt können wir viel machen, um weniger CO2 zu emittieren, um weniger Kunststoffmüll zu produzieren. Und da soll es auch nach unserer Ansicht hingehen. Also wir können, das machen vielleicht andere stärker, aber wir sagen, wir wollen Vorbilder sein im Sinne von technologischem Fortschritt, aber auch Vorbilder sein im Sinne einer klugen Änderung des Lebensstils. Zum Beispiel nochmal überlegen, ob man jetzt 2-mal im Jahr in den Urlaub fliegen muss unbedingt oder ob es nicht vielleicht auch 1-mal reicht, dass man auch jungen Menschen sagt, die nach dem Abi, alle wollen sie nach Australien und nach Neuseeland, um da zu arbeiten. Das ist zurzeit totale Mode bei den Kindern. Das sind aber die, die jetzt gerade Fridays for Future demonstrieren, aber die haben schon sozusagen den Plan, im nächsten Jahr nach dem Abi für ein Jahr nach Australien und Neuseeland zu fliegen. Ich glaube, man kann auch innerhalb Europas tolle Arbeitserlebnisse haben in anderen Ländern. Und die gehen alle auf den Leim von diesen Organisationen, die für Geld Work and Travel in Australien anbieten. Ich frage mich, ob man darüber nicht auch mal ganz offen und transparent diskutieren kann, ob das so sinnvoll ist. Ludger, nachgefragt, weil du das Thema Klima ja als Beispiel nimmst oder auch groß machst, ist denn auch der Fokus von Managers for Future sehr stark quasi zu diskutieren, den Diskurs zu führen in Richtung, wie können wir eben auf dieses Thema auch einzahlen? Oder seid ihr thematisch komplett offen oder gibt es auch andere Themenfelder? Das nochmal zur Klarstellung, das wäre nett. Also die Nachhaltigkeit, die wir im Sinne haben, die hat natürlich als einen großen Pfeiler Schutz der Natur, Schutz der Ressourcen, also geringer Ressourcenverbrauch,
schauen, dass man für Nachhaltigkeit sorgt im Sinne von die Lebensgrundlagen der Erde zu schützen. Mhm. Aber Nachhaltigkeit hat für uns eben auch diese beiden anderen Säulen, nämlich das Soziale und auch die Ökonomie im Sinne von auch wirtschaftliche Weiterentwicklung rettet ja am Ende auch Leben. Und wenn man schaut, was zum Beispiel einige Nahrungsmittelkonzerne tun, um eben mit Hilfe von Chemie, mit Hilfe von Gentechnik auch für mehr Ernährungsgrundlagen zu schauen, dann ist das auch für uns ein wichtiger Beitrag, Armut zu vermeiden. Und natürlich gibt es dann, ja, wenn man darüber redet, dann gewisse Zielkonflikte. Also es wurden ja in der Vergangenheit auch gewisse Fehler gemacht bei der Nahrungsmittelproduktion, dass zu viel Chemie, Kalien eingesetzt wurde. Aber dennoch ist immer noch unbestritten, dass mit Chemie mehr Nahrung hergestellt werden kann. Mhm. Und den Erhalt des Bodens und des Wassers in Einklang zu bringen mit der Nahrungsmittelproduktion, die Menschen, die auf der Welt sind, brauchen, die nicht verhungern wollen. Das ist, finde ich, eine unglaublich wichtige Aufgabe der Unternehmen, das zu erklären, dass man das miteinander in Vereinbarung bringen kann. Mhm. Also das ist uns auch sehr, sehr wichtig, einfach den Dialog anzugehen und nicht darin zu verharren, dass man sozusagen verschiedene Aspekte wirtschaftlichen Handels gegeneinander in Stellung bringt, sondern dass man eben sagt, es ist nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt Graustufen. Man muss immer genau hingucken. Mhm. Man muss immer sehen, dass man auch für einen Ausgleich zwischen einigen Gegensätzen streitet. Mhm. Es ist nicht leicht und die Führungskräfte haben es auch nicht leicht, das zu erklären, aber es ist schon der Mühen wert. Mhm. Also, da sind wir sehr überzeugt von. Jetzt hast du ja angesprochen, dass ihr quasi als Grassroot-Bewegung, dass sich das quasi bottom-up entwickeln soll, idealerweise, und Initiativen, und dass da eine Eigendynamik entsteht in den Ländern, in den Unternehmen, regional, lokal am Ende des Tages. Ist denn aber nicht auch der Diskurs alleine und die Auseinandersetzung mit der Thematik auch schon ein besonderes Ziel und Wert an sich von den Jüngeren einerseits, die vielleicht schon mit dem neuen, mit dem anderen Wertesetting kommen, die braucht man jetzt gar nicht mehr bekehren, zugleich, wenn aber auch dann quasi die aktuelle Generation der Führungskräfte, die eben in der Verantwortung ist, sich verstärkt auch mit gesellschaftlichen Fragen nochmal auseinandersetzt, eben abseits der Financial Targets und des operativen Geschäfts, und dass man eben auch die anderen Aspekte mehr eben auch generationenübergreifend im Unternehmen übergreifend thematisiert. Das ist doch auch schon was Tolles und was Wichtiges, die einen mehr wachzurütteln, mehr einzubinden und beide Generationen, beide Führungsgenerationen oder mehrere Führungskräftegenerationen zusammenzubringen. Also ich glaube, oder das ist auch unsere Erfahrung bei diesen Hearings im Unternehmen, da haben wir festgestellt, dass elektrisiert, wenn man so frei über eigenen Wünsche sprechen kann, was auch Hoffnungen, Zukunftsideen betrifft, und das springt so über, dass also dann auch die Älteren da auch mitmachen. Also ich würde davor warnen, zu sagen, hier die Alten, da die Jungen, sondern das gibt dann ein Miteinander. Das ist mir, und das ist uns auch sehr wichtig. Es hat gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen junge Führungskräfte speziell ansprechen, weil es die Jugend ist, die auf die Barrikaden geht. Und das stoppt aber nicht. Deswegen, ich habe eben erwähnt, es gibt ja auch Grandparents for Future, also auch die alte Generation, die Enkel haben. Das ist eigentlich ganz, es ist ein Menschheitsthema. Und darum ist es ganz klar, was vor uns liegt, ist eigentlich die Vernetzung. Mhm. Da wollen wir auch schauen, dass wir mit anderen Zukunftsbewegungen, also ich will es jetzt nicht nur for Future nennen, sondern mit anderen Bewegungen, die sich eben Sorgen machen um eine lebenswerte Zukunft, die daran Interesse haben, was zu bewegen, mit denen wollen wir uns vernetzen und auch zuhören. Es ist ja nicht so, dass wir nur senden als Führungskräfte, sondern eine gute Führungskraft, weiß man ja, ist eine, die besonders gute Ohren hat. Super.
Und das ist auch ein wichtiger Führungsstil, dass man deinen Mitarbeitern zuhört, aber auch weiß, was in der Gesellschaft vor sich geht. Mhm. Mhm. Super, Ludger. Du hast ja angesprochen, was ihr in der Initiative übergreifend vorhabt, als Verband vorhabt. Wir werden ja auch dem Video, dem Interview, den Link natürlich nochmal entsprechend beifügen und mit einblenden an der Stelle. Gilt das Engagement jetzt in erster Linie oder ausschließlich, wer bei euch im Verband ist, oder kann auch jeder, der jetzt auch das Gespräch mit dir sieht, Ludger, sagen, hey, coole Sache, ich schreib dich an oder ich gehe auf die Website oder ich klicke auf den Link und melde mich da an, oder wie ist das gedacht, Ludger? Darum haben wir das ist eine gute Frage, Clemens, darum haben wir das nämlich getrennt. Also das ist nicht eine Seite der CEC oder an der Seite der ULA, sondern das ist eine wirkliche Neugründung, eine Grassroots-Bewegung, und jeder, der will, der das gut findet, der darf mitmachen, ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns da über jeden Kopf, der sagt, Mensch, das ist eine gute Idee und an dem Thema will ich mitarbeiten. Mhm. Super schön. Zum Abschluss noch eine Frage, Ludger. Wir kennen uns seit einigen Jahren, wirklich seit einigen Jahren. Ja. Ich glaube, es geht wirklich fast zurück mit zur Gründung von Managerfan.org, ganz in die Anfänge, wo du mit dabei warst und wo du persönlich, aber auch ihr als ULA uns als Verein unterstützt habt. Warum eigentlich? Warum hältst du das für eine gute Sache und warum unterstützt ihr quasi uns als Verein, als Managerfragen.org an der Stelle? Ja, genau. Danke für die Frage, Clemens. Das war tatsächlich, wir haben, glaube ich, von Anfang an mitgemacht. Wir sind als ULA Gründungsmitglied geworden und genau. Wie kam es? Ja, ich sage einfach mal, ihr wart einfach so überzeugend und ihr wart neu mit dieser Idee, einen transparenten, wertschätzenden Dialog zu etablieren zwischen den Führungskräften, den Unternehmenslenkern und der Bevölkerung. Das ist einfach eine bestechende Idee. Zeigt ja auch, dass es euch noch gibt und dass ihr weitermacht, dass diese Idee trägt. Managerfragen.org ist, wenn es das nicht gäbe, müsste es heute erfunden werden. Und aus der Perspektive glaube ich, dass wir auch als ULA weiter Interesse haben, da mitzumachen. Und diese Idee, Managerfragen transparent miteinander kommunizieren, erklären, das ist ja auch das, was so ein bisschen Managers for Future auch auf dem Schilde sich geführt hat oder gesetzt hat, dass wir über den Dialog, über die Kommunikation breitester Gesellschaftskreise einen Konsens erzielen und dann auch vor allen Dingen der Politik ein bisschen die Beine machen können, wirklich mal Entscheidungen zu treffen und zukunftsgerichtete Themen zu lösen, Probleme zu lösen, damit wir alle auch in vielen, vielen Jahren noch sagen können, es ist ein lebenswertes Leben auf der Erde. Vielen Dank, Ludger. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Mitmachen, deine Unterstützung und viel Erfolg natürlich für eure Initiative an der Stelle von der CEC und alle, die mitmachen, Managers for Future. Alles Gute und auf bald wieder, Ludger. Danke, Clemens. Gleiches zurück nach Bonn. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.